Lassen Sie uns doch zunächst einmal auf die journalistische Sozialisation, auf die Berufswege schauen. Das ist wie in vielen anderen Bereichen natürlich auch eine sehr lange Einstiegsphase. Dazu gehören unbezahlte Praktika in großen Städten wie München oder Köln. Man muss sich ein Zimmer suchen, das alles kostet Geld. Man kann in den Semesterferien nicht arbeiten. Und so gelangen in die Redaktionen überwiegend Menschen aus dem gehobenen Bürgertum, deren Familien auch einen entsprechenden finanziellen Hintergrund und entsprechende Möglichkeiten haben, entsprechende Fördermöglichkeiten. Diese Menschen sind im Wohlstand groß geworden. Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Obdachlosigkeit kennen sie in ihrer eigenen Biografie nicht. In ihren Entscheidungen als Programmmacher treten diese Themen dann damit auch in den Hintergrund. Und es kommt noch etwas drauf. Das sind häufig Leute, die erwarten dürfen, dass sie einmal etwas erben von ihren Eltern. Generation der Erben. Vielleicht auch den elterlichen Aktienfonds. Und wenn der gut durchmischt ist, liegen darin auch Rüstungsaktien, die natürlich im Wert anziehen in Kriegszeiten. Rosa Luxemburg hat mal irgendwo geschrieben, die Proletarier fallen, die Börsenkurse steigen. Diese Leute haben ein persönliches, pekuniäres Interesse daran, dass der Krieg weitergeht. Das sagen sie aber nicht. Sie erzählen den Menschen, wir müssen den armen Ukrainern gegen den bösen Putin helfen. Der nächste Punkt, das ist die Situation der freien Mitarbeit, die viele Redaktionen trägt. Ein freier Mitarbeiter wird zwei, dreimal seinem Chef ein Thema anbieten, das der nicht haben will. Beim vierten Mal hat er es begriffen. Denn er muss am Monatsende seine Miete überweisen. Also wird er die Denkweise und die Bewertungskriterien seines Chefs in den eigenen Kopf übernehmen. Er wird sie in sein Denken einpreisen, um Angebote zu machen, die der Chef nimmt. Denn er wird nach Sendeminuten oder Zeilen bezahlt. Nichts anderes ist vorauseilender Gehorsam. Und dann müssen wir sehen, Presse ist weithin privatwirtschaftlich organisiert. Aber es gibt das sogenannte Verlegerprivileg. Zeitungen, Magazine sind Tendenzbetriebe. Der Verleger legt die politische Linie seines Blattes fest. Wenn ich als Redakteur dieser Linie nicht folgen möchte, muss ich meinen Hut nehmen. Das heißt, die Direktion von oben runter ist hier schon gegeben. Ein konservativer Publizist hat vor 50 Jahren mal im Spiegel geschrieben, Pressefreiheit in Deutschland, das ist die Freiheit von 200 Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Heute sind es keine 200 mehr. Also es geht hier auch um Besitz. Und man muss, wenn wir den Blick richten auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sehen, fast alle Führungspositionen sind außertariflich bezahlt. Gemeint ist übertariflich. Wir reden also über mehr als 10.000 Euro im Monat. Diese Verträge sind befristet und werden verlängert durch den Rundfunkrat auf Vorschlag des Verwaltungsrates. Was glauben Sie, wer da sitzt? Da hocken jene Politiker, die kontrolliert werden sollen. Und jede Führungskraft, die klug ist, wird natürlich sich nicht allzu sehr mit den Mächtigen im Rundfunkrat anlegen wollen. Und das wirkt sich auch nach unten aus. Dann schauen wir mal auf die Personen. Und da nehme ich mich auch selbst nicht aus. Journalismus ist ein ganz narzisstischer Beruf. Man kann sich ja darstellen in der Öffentlichkeit. Man ist in der Rolle, anderen etwas erklären zu dürfen. Man kann sich spiegeln in den eigenen Produkten, wie auch ein Künstler, ein Schriftsteller, ein Maler, ein Architekt. All das sind narzisstische Berufe. Und wer verschafft denn die narzisstische Befriedigung? Wer entscheidet über Lob und Tadel? Über Vertragsverlängerung, über Preisverleihung, das sind die oben. Und so wird der Narzissmus zu einem Hebel für den autoritären Charakter. Man gehorcht und sagt, was die oben wollen und macht, was die oben wollen, allein schon deswegen, weil man dann ein Schulterklopfen bekommt. Und die Digitalisierung spielt eine Rolle und die Veränderungsprozesse, die es da gibt. Schauen Sie. Die Nutzung von Nachrichten, Informationsmedien ist heute überwiegend mobil. Das Smartphone steht im Mittelpunkt der Nachrichtennutzung. Die Nutzung geschieht unterwegs und damit mit geteilter Aufmerksamkeit. Man muss ja zwischendurch immer noch gucken, wo man hinläuft.
Und dies steht allein von der Nutzerseite her. Vertiefender Information, Hintergrund, Recherche und Zusammenhang entgegen. Die Aufmerksamkeitszeiten verkürzen sich. Und also geht der Trend bei den Machern auch hin zur schnellen Schlagzeile, zur Subjektivierung, Personalisierung, Skandalisierung und Denunzierung. Denn zu denunzieren ist allemal leichter, als etwas gründlich zu recherchieren. Und so ist der Trend im heutigen Journalismus weg von der Information hin zur verstärkten Mobilisierung von Ressentiments. Denn Ressentiments treiben die Klickzahlen nach oben und stärken die Nutzerbindung. Und diese Mobilisierung von Ressentiments steht einer sinnvollen, abgewogenen Informationsgebung entgegen. Denn häufig sind die Dinge gar nicht so einfach, als dass man sie personalisieren könnte. Und insbesondere der Krieg in der Ukraine hat eine ganz komplizierte Vorgeschichte. Ganz kompliziert. Es ist ein ganz kompliziertes Land. Wenn ich sage, die Ukraine ist auch eine Wiege der deutschen Kultur. Paul Celan kommt aus Tschernowitz. Rosa Ausländer kommt aus Tschernowitz. Da gucken mich die Leute an. Hätten sie es gewusst? Das sind Verknüpfungen. Die muss man sich vor Augen führen, wenn man die Ukraine verstehen will. Ein Land mit vielen Kulturen, unterschiedlichen sozialen Formationen. Und da wird es kompliziert. Das kann man oft nicht in einem Satz erklären. Und diese Faktoren, auch die Digitalisierung, treibt die Presse in eine Situation, in der sie Kriege fördert, in dem sie Ängste und Emotionen schürt. Das bindet die Klickzahlen. So kommt es. Ja. So kommen diese Quasselrunden im Fernsehen zustande, wo drei Kriegstreiber einen Menschen mit Unterstützung des Moderators niederschreien, der am Friedensgebot des Grundgesetzes orientiert ist. Streit bindet Aufmerksamkeit. Der Philosoph Josef Vogel sagt in seinem Buch Kapital und Ressentiment dazu, dieses Schüren und Kapitalisieren von Ressentiments, das ist das Ferment neuer Kriege. Die Presse ist heute der wichtigste Kriegstreiber. Schauen Sie sich die Programme an. Das sind die Faktoren, die in der Redaktion eine Rolle spielen. Wow, vielen Dank für diese ausführliche Schilderung, Herr Barb.